Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem neuen Gefecht. Eingesendet hier von Lederbuck, sein klassischer bayerischer Nachname. Und eine Montana, ein klassisches amerikanisches Schiff. Ja, klassisch im wahrsten Sinne des Wortes und holy moly, hat sich die Optik hier geändert. Wahrscheinlich, ne? Sieht beeindruckend aus. Also zumindest der Berg hier hinten, das Schiff natürlich auch. Montana Stufe 10 der amerikanischen Schlachtschifflinie. Seit Anbeginn der Zeit im Spiel eins der ersten Stufe 10 Schlachtschiffe gemeinsam mit der legendären Yamato. Damals hat sich die Yamato als einziges Schiff, später dann auch auf längere Zeit als einziges real gebautes Schiff auf Stufe 10 historisch quasi genommen. Und die Montana konnte nur mit einem möglichen Konzept oder einem möglichen weiterentwickelten Entwurf von einer Iowa trumpfen, aber nie gebaut. Wie gesagt, die haben wir da wunderbar. Nichtsdestotrotz, auch die Montana, ein Schiff mit in World of Warships zumindest langer Geschichte von Auf und Abs, wobei eher Abs in letzter Zeit oder mit den letzten Änderungen, die über Jahre hinweg gemacht worden sind, also jetzt nichts Aktuelles, was die Änderungen betrifft, aber die letzte war die Anpassung der Höhe der Zitadelle und somit ist die Montana zu einem Schiff geworden, das weitaus tankier ist, als es zu Beginn bei der Einführung war. Ein stabiles Schiff, das man immer wieder sieht in den Gefechten und das hat natürlich auch seine Gründe. Wir sind hier auf der Karte Tränen der Sonne, wie der gleichnamige Film von Bruce Willis. Tauschen wir die Sonne einmal aus mit Wüste und dann stimmt das auch wieder. So, also der Film heißt wirklich Tränen der Sonne. Es ist vielleicht nicht so gut, der Film, aber Monica Bellucci spielt mit und das macht ihn dann noch eine Stufe höher als normal. Bruce Willis als Fan von Bruce Willis, wobei Fan ist zu viel. Ich mag die, wie soll man das sagen? Ich würde jetzt nicht sagen, schauspielerische Leistung von Bruce Willis. Ich mag das Fehlen der schauspielerischen Leistung von Bruce Willis einfach gerne. Es schafft so eine Ruhe im Schwimmfilm. Nein, Spaß. Konzentrieren wir uns auf das Gefecht. Wir haben ein Stufe 10 bis Stufe 8 Gefecht. Das ist Futter für eine Montana. Hier ist eine Des Moines, 25 mm ist hier nicht genug, 27 mm Bug und Heck wurden der Des Moines verpasst. Das ist aber auch kein Problem für die 405 mm der Montana, da ist Overmatch angesagt. Leider die 30 mm Seitenpanzerung, da ist Abprallen angesagt. Das geht erst ab 457 mm im Overmatch, weswegen solche Schiffe dann auch bei Des Moines etc. im Vorteil sind, wenn es um Beschuss geht. Kommt natürlich immer auf den Winkel drauf an, wie man die Schiffe erwischt. Notfalls haben wir auch Haie. Es wird aber meistens außen vor gelassen aus offensichtlichen Gründen, wie wir hier sehen. Dreifach-Zitadelle sind einfach mal 50.000 Schaden. Ja, gut, das ist quasi über Average der meisten Montana-Spiele. Nein, Spaß. Also, mittlerweile oder manchmal, wenn man sich die Stats anzeigen lässt von manchen Leuten im Gefecht und ihren Schiffen, ist es teilweise erschreckend. Also ich selbst verwende den Matchmaking-Monitor nicht, weil ich Angst habe, dass es auf meine Stimmung im Gefecht schlägt. Aber manche meiner Beifahrer verwenden den relativ gerne und wenn man dann sieht, dass im Gegnerteam alles rot ist und das eigene Team auch rot ist, dann denkt man sich wirklich, oha, da ist jetzt 23 versus 1, das wird schwierig zu balancen sein. es hört sich echt brutal an, aber es ist wirklich so. Vielleicht mache ich den auch mal drauf, um es in einem Stream zu zeigen. Dann können wir den immer kurz reinschieben und schauen, was das eigene und das gegnerische Team theoretisch, statistisch gesehen für eine Performance im Gefecht abliefert. So, das ist das richtige Wort. Und dann können wir mal schauen, ob die Vorhersage des Matchmaking-Monitors aufgrund der Schiffsbewertung der einzelnen Spieler dann auch im Endergebnis wiederzufinden ist. Das war mit Sicherheit keine uninteressante Variante. Muss ich mich mal damit beschäftigen. Heute am Abend kümmern wir uns aber um ein Schiff,
um ein neues Schiff, das ja, zu bekommen ist. Das darf ich euch aber noch nicht verraten. Das ist im NDA. Aber heute Abend, 19 Uhr, werden wir dieses Schiff den ganzen Abend, 3 Stunden lang, bis es mir auf die Nerven geht, fahren. Das ist 3 Stunden lang. Das ist genau 3 Stunden. Meine Nerven halten genauso lange. Und ihr seht schon, es ist ein bisschen ein zaghaftes Gefecht von beiden Seiten, wobei auf dem C-Cap eine Überhand von Team Grün zu sehen ist, ganz klar. Es ist nur noch eine Ignacio Allende und eine Khabarovsk, die hier die Flanke halten. Während bei A das zögerliche Verhalten nur von der Yamato durchbrochen wird. Dafür wird sie wahrscheinlich auch bezahlen. Lange wird das nicht gut gehen. Auch wenn die Tirpitz hier so breit um die Ecke kommt, wie ich an einem guten Wochenende, 10 Uhr vormittags, nach einer Flasche Weißwein. Na, ich bin kein Trinker, aber anders ist mir nichts angefallen. Tja, gut, ich trinke schon Weißwein, aber aus geschmacklichen Gründen. Und da kommt die Yamato breitseitig rum. Und ja, was soll man sagen, ne? Da ist eine andere Yamato, da ist eine Tirpitz, da ist eine Des Moines, die alle 6 Sekunden 203 mm Wollis in die Breitseite ballert. Das überlebt man halt nicht lange. Wie heißt es? Nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen. Und die Yamato hat jetzt die Möglichkeit, sich das von oben zu betrachten, wie das Gefecht hier schlussendlich ausgeht. Wargaming wird ja aufgrund dessen, gutes Beispiel, die Möglichkeit einführen, höchstwahrscheinlich, dass man nicht mehr auf das Schiff warten muss, das nach 5 Minuten intensiver Gefechtserfahrung dann für die nächsten 20 Minuten, weil die anderen bösen Leute ja noch weiterspielen wollen in dem Gefecht, gesperrt ist, sodass man quasi das Schiff ohne Wartezeit verwenden kann. Ich würde mal sagen, auch dies wird der Gefechtsperformance einzelner Spieler äußerst zuträglich sein. Und jetzt zeigen wir ziemlich viel Breitseite dafür, dass so viele kommen. Das ist der oft verpönte Gamer-Turn, den man nicht machen soll, wenn man im Fokus steht. Man hat aber nicht immer eine Wahl. Hier Bo-On stehen zu bleiben und rückwärts zu fahren, ist... Ja, ich würde nicht sagen, dasselbe Untergang, wie wenn man den Gamer-Turn macht. Manchmal kann man da tatsächlich noch weitaus länger durchhalten, als wenn man einmal kurz Breitseite zeigt. Es hängt immer davon ab, wie abgestimmt das gegnerische Team ist. Ihr seht, die Yamato ließ sich hier zerstreuen und hat nicht auf 13,7 Kilometer auf uns geschossen. Der Kurfürst hatte relativ schlecht den Winkel auf uns. Wenn wir jetzt eindrehen und die Yamato ein bisschen schauen würde, dann würden wir gut kassieren. Allerdings darf ich mich in letzter Zeit auch dabei, ein bisschen mehr Breitseite zu zeigen, weil die Aufmerksamkeit des gegnerischen Teams, was sich ändernde Winkel der gegnerischen Schiffe betrifft, ziemlich nachgelassen hat. Also man wird seltener bestraft, bis auf den einen guten Spieler, der aus 30 Kilometer Entfernung jede Breitseite 10 Sekunden vorher riecht, die Türme eindreht und dann vom anderen Ende der Karte, naja, das macht, was eigentlich die Yamato aus nächster Nähe machen sollte. Ui, ja, und da haben wir da die Preußen gehabt, das sind nur 20. Irgendetwas hat gerade auf uns geschossen, hat unsere Breitseite ausgenutzt. Sieht nicht nach der Preußen aus. Die hat die Türme zu weit weg. Naja, ja, ihr wisst, was ich meine. Dann steht man da mit heruntergelassenen Hosen. Und wenn die Lederbuchse einmal unten ist, dann, ja, dann zieht man sie halt wieder hoch und so geht wieder ins Gefecht. Aber man könnte sagen, dann wird es schwieriger, sie wieder hochzuziehen. Naja. Gut, ihr seht schon, wir haben C für uns gewonnen und kommen nun durch die Mitte. Das ist jetzt der entscheidende zeitliche Bereich in diesem Gefecht. Können wir die Gegner bei A lange genug aufhalten? Die Ohio wird das nicht können. Die zeigt extrem hier breit der, oder gleich breit der Tirpitz. Und das war's. Ohio kriegt noch die Yamato raus und so ist auch das Ende der Ohio abgefackelt oder vom Flugzeugträger angeflogen. Ich verliere übrigens auch kein Wort darüber, dass unser Flugzeugträger rausgenommen worden ist. Das ist eine andere Geschichte. Fehlt uns ein kleiner Teil unseres Spottings, nennen wir es so. Wir haben ja noch einen DD.
ist ja eine Daring, die ist gar nicht so schlecht. Dafür sind beim Gegner die Khabarovsk gesunken und auch große Teile der neuen panamerikanischen Linie, hier die Ignazio-Lände und die Almirante Grau. Oh, Almirante Grau müsste auch bei den Panamerikanern sein, wenn es mich nicht täuscht. Ja. Naja. Große Kurfürst zeigt wieder breit. Es mag sein, dass sie eine gute Panzerung hat, aber so gut ist sie dann doch nicht. Das einzig Obszöne an dieser Salve war tatsächlich, dass 1300 Trefferpunkte stehen gelassen worden sind. Ganz im Ernst, mehr kann man dazu nicht sagen. Gerade noch, damit vielleicht einmal T gedrückt werden kann. Nein, Gott sei Dank, die sieben Provinzen hat das erledigt, wozu wir nicht imstande gewesen sind. Wie gesagt, traurig, traurig. Ja. Wir machen übrigens das relativ elegant, was vielleicht auch zufällig professionell hier aussieht. Wir bleiben außerhalb der Sekundärartillerie der Tirpitz, wie wir vorher kurz die GK, also die große Kurfürstsche, große Kurfürstsche Sekundärartillerie genossen haben, aber dann mit dem Turm wieder rausgefahren sind. Immer wenn ihr die Möglichkeit habt, bleibt außerhalb der Sekundärartillerie der deutschen Schiffe. Die Hauptartillerie ist euch unterlegen und im direkten Hauptartillerievergleich könnt ihr in einer Montana weitaus mehr Schaden anbringen. Das macht man dann auch so, ne? Man fährt erst in die Sekundärartillerie, wenn ein Erlegen des gegnerischen Schiffes kurz bevorsteht, also wenn es fast tot ist. Wir wollen ihm ja nicht Schaden geben und wir Schaden nehmen, den wir später noch brauchen. Und in manchen Gefechten, jetzt in diesem nicht mehr, aber in manchen Gefechten geht es bis in die 20. Minute. Schaut doch die Salve an. Uiuiui. War gut beisammen. Leider hat es nicht so gereicht, was den Schaden betrifft. Aber wir wollen uns nicht beschweren, 237.000. Allein in den ersten 10 Minuten des Gefechts hat der Schaden locker ausgereicht. Oder eigentlich in den ersten 5-6 Minuten mit 55.000, 70.000 dann schon. Da weiß man, das kann kein allzu schlechtes Gefecht mehr werden, außer die gegnerischen Schiffe drücken die Selbstversenkung. Wir kriegen gar nichts mehr. Na, ihr seht's. Ein bisschen längere Anfahrtswege wären vielleicht gar nicht schlecht, um dem Spieler, der gerne sofort in die Mitte ins Cap fährt, für den 5 Minuten in einem Gefecht schon zu lange sind, ein bisschen die Luft rauszunehmen. Das wäre vielleicht keine allzu schlechte Idee. Das ist aber wieder eine Frage des Map-Designs. Map-Design bringt kein Geld. Map-Design kostet nur Geld, sich da Gedanken zu machen. Ja, wir sehen es. Wir sehen es durch die Historie von World of Warships. Maps kommen selten, viele sind nicht gut durchdacht, manche haben sogar Fehler, wie fehlende Models bei den Inseln. Also quasi, da ist eine unsichtbare Wand, wo... wie soll man das beschreiben? Wo eigentlich Insel wäre, aber optisch keine Insel ist. Oder steil abfallende Küste, wo dann ein Strand ist, der so weit reinläuft, wie es wäre Sandstrand davor, und flach auslaufend und so weiter und so fort. Fehler gibt es oder gab es genug. Oder sie sind einfach nicht balanced für die Spawns. Das ist leider auch zuhauf immer vorgekommen. So, und jetzt seht ihr das, was ich gemeint habe. Solange wir außerhalb der Sekundärartillerie der Preußen sind, sind wir ihr überlegen. Sobald wir reinkommen, dann wird sie uns überlegen, weil die Sekundärartillerie gut Schaden macht. Natürlich in diesem späten Zeitpunkt des Gefechts, wo nur noch zwei oder drei gegnerische Schiffe da sind und wir mit einer Übermacht drauf feuern können, ist es nicht mehr so wild. Da können wir auch reinfahren. Das ist auch das, was ich gemeint habe zu Beginn. Nur wenn das Schiff relativ schnell erledigt wird, können wir auch in den Nahkampf gehen. Solange es sich vermeiden lässt, vor allem in einer entscheidenden Phase des Gefechts, da müssen wir es vermeiden. 2,3 Millionen Potential. Leider bringt das nicht so viel. Also auch potenziellen Schaden farmen. Das schlägt sich schwach nieder im Endscreen. Und hier muss man auch sagen, wir haben die größte Zeit auf Schlachtschiffe geschossen. Gut, das liegt auch daran, dass 5 Schlachtschiffe im Gegnerteam waren und dann noch ein CV, der auch so einen schweren Platz weggenommen hat. Also für ein Schiff mit viel Trefferpunkte. Da werden wir wahrscheinlich nicht viele Basics für bekommen. Die 286.000, das war, müssen wir nachher nachschauen im Endscreen. Ich glaube, was ich gesehen habe, ist sehr viel Schlachtschiffschaden. Und das wird nicht belohnt. Also, das werden keine 3.000 BCXP trotz fast 300.000 Schaden.
Und jetzt auch hier die Bobeda, wenn wir darauf schießen können. Auch das wird die Kuh nicht fett machen, was Basic XP betrifft. Aber schauen wir. Bin in letzter Zeit ein bisschen enttäuscht gewesen von der XP, Base XP, die man bekommt, und von den Credits, wenn man viel Schlachtschiffschaden macht. Manche Schiffe sind einfach dafür prädestiniert, Schlachtschiffschaden zu machen. Uff. Ja. Wobei das nicht unbedingt Schlachtschiffe sein müssen, aber manche Schlachtschiffjäger zum Beispiel, wie Torpedo DDS, die schauen dann, was die Base XP betrifft, ein bisschen in die Röhre, wohingegen Gun DDS, die für den Kampf gegen Zerstörer gemacht worden sind, ja, diese Art, da einen Vorteil hat, einen enormen, zwar wenig Trefferpunkte am Ende auf dem Konto stehen haben, aber gute Base XP und gute Kreditausschüttung. Also, ob man ganz oben steht oder ganz unten, bei ähnlichen bei gleicher Höhe des Schadens, hängt natürlich von der Wahl des Ziels ab. Ah, komm. Es ist uns nicht vergönnt, einen Kill zu bekommen. Darf das denn wahr sein? Ne? Immer ist irgendjemand schneller, immer sagt Wargaming, no, gut, hier die 7000, okay, aber die 1300 vorhin und die 400, das ist ja lächerlich. Ja, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber, na, das ist halt. Ja, endlich! Das hier sind die Endscreens und das hier ist der Kapitän von Lederpux zusammen mit den Einbauten. Also die Module, da ist sogar das Legendary-Modul mit dabei. Ihr seht, es sind 334.000 und wenn ihr euch wundert, warum wir hier diesen extremen Bildschirm haben, Lederpux sagt, er spielt auf einem 49-Zoll-Monitor mit 4K-Auflösung. Wobei, das ist aber, ach nein, nicht 4K-Auflösung, sondern 3840x1080. Alter Verwalter! Das ist quasi ein Full-HD-Monitor, nur ein zweimal Full-HD. Also wie als würdet ihr euren 16:9 nebeneinander hinstellen, also 32:9. Ihr seht, wie gesagt, 2638 Base XP kommt ja eh dahin, wo wir gesagt haben. Das liegt daran, dass tatsächlich hier, wenn wir uns das anschauen, 48.000 auf die Pobeda, 75.000 auf die North Carolina, 73.000 auf die Preußen, Kurfürst, Yamatop, das ist ja nur Edinburgh und Des Moines an normalem Schaden für die, ne? Ach Gott im Himmel, Kreuzer. Das ist wie als wäre es eine Geschmacksverirrung beim Rest des reinen Schlachtschiffsbuffets gewesen, was hier kredenzt worden ist. Absoluter Wahnsinn. Das sind 16 Minuten, ne? Oh, wir können nochmal zurück. Da sind die North Carolina zweimal Breitseite richtig kassiert, nach dem ersten Mal nicht gelernt. Das ist immer ein bisschen schwierig hier. Auch die Yamato hier, die reingepusht ist und dann rausgenommen worden ist. Ah ja, wie schon gesagt, ne? Heroismus ist angebracht, wenn es einen Nutzen hat. Ansonsten führt es nur zum Tod. Und das ist, Sterben ist immer scheiße. Und jeder Tote im Gefecht ist einer zu viel. Es verhindert, dass wir gewinnen. Außer bei manchen Runden, wo man denkt, bitte stirbt noch einer, damit ich noch Schaden machen kann. Aber ansonsten immer tragisch, wenn so etwas in den ersten 5 bis 8 Minuten passiert. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einsenden, Lehrerbux. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Und wir sehen uns dann wieder in einem anderen Gefecht. Extremer Bildschirm. Extrem.